Vom 21. bis zum 31. Oktober 2019 zeigt die Galerie Paffrath auf der Königsallee in Düsseldorf eine Herbstausstellung mit Werken unterschiedlicher Künstler. Das zentrale Thema der Herbstausstellung ist die Landschaft und innerhalb der Landschaft dann die Natur. Und zwar die Natur so, wie wir sie sehen wollen. Ja, also vielleicht ohne Menschen, vielleicht ohne Störungen im Sinne von Sturm oder Regen oder was auch immer, sondern einfach Natur pur. In der Ausstellung sind unter anderem fotorealistische Malereien von Peter Mönstedt oder Jagdszenen von seinem Düsseldorfer Zeitgenossen Hugo Mühlich zu sehen. Die Werke in der Ausstellung stammen alle aus der Zeit um das Jahr 1900 und sind in einem ähnlichen Stil gemalt. Wir spüren seit einiger Zeit ein starkes Interesse für Landschaftsbilder, die eben diesen natürlichen Inhalt haben, nicht? Also die Emotion vermitteln, die, das sieht man vielleicht bei dem Bild auch hinter mir, die eher fotorealistisch funktionieren, also vielleicht weniger so wie ein akademisches Bild. Und das ist etwas, wo das Interesse in den letzten Jahren doch sehr stark angewachsen ist. Und da haben wir jetzt darauf reagiert und haben die Ausstellung, die Herbstausstellung, zentral um das Thema Natur und Landschaft geordnet. Die Ausstellung der Galerie Paffrath ist vom 21. Oktober bis zum 31. Oktober 2019 für Besucher zu sehen.